Ja, also, bevor Dorothea Lindenberg vom Flüchtlingsrat Hamburg zum Sprechen wird, wollte ich nochmal sagen, wir haben ja die Kundgebung heute unter das Motto gestellt, es ist 5 vor 12, wie wir alle wissen, es ist ja eigentlich schon 5 nach 12. Und wir stellen fest, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Innenverwaltung zum Essen gegangen sind und vom Essen wiederkommen. Und wir würden sie doch wirklich sehr auffordern, das Mittagessen zu lassen und stattdessen die Gesetze, die unserer Meinung nach auch nicht wirklich human angewendet werden können, sondern komplett geändert werden müssen und abgeschafft werden müssen, das doch statt des Mittagessens kurz vor dem neuen Jahr noch schnell zu erledigen. Ja. Dieser kleine Appell. Und jetzt nochmal Tor vom Flüchtlingsrat Brandenburg zur Situation des Winterabschiebestopps in Brandenburg. Ja. Ja, hallo. Ich wollte nur ganz kurz informieren, wie die Situation der Flüchtlinge aus Serbien und Mazedonien in Brandenburg aussieht. In Brandenburg wurde bisher. Wurden die Roma-Flüchtlinge nicht abgeschoben, das hat Bruno ja schon erzählt, sondern sie wurden gemeinerweise einfach mit einem Ticket vor die Tür gesetzt in Eismühltenstadt und mussten dann selber sehen, wo sie bleiben oder was, wie sie weiter überleben. Das ist nicht weniger skandalös als eine Abschiebung. Und wir haben uns darum bemüht, einen Abschiebestopp in Brandenburg zu erreichen. Das Innenministerium aufgefordert, zumindest einen Winterabschiebestopp zu erlassen. Daraufhin hat der Pressesprecher des Innenministeriums gesagt, dafür würde es in Brandenburg keinen Bedarf geben. Das ist natürlich ein Skandal. Wir hoffen sehr, dass seine Uninformiertheit einfach den Feiertagen zu aufgrund der Feiertage zustande gekommen ist und wir erwarten eigentlich von der Brandenburger Landesregierung, dass sie da ihre Meinung ändert und einen Winterabschiebestopp erlässt. Es kann aber sein, dass das Innenministerium da keine Einsicht zeigt und da hoffen wir sehr auf eure Solidarität. Wahrscheinlich wird es im Januar da auch Aktionen geben und insbesondere wünschen wir uns da Solidarität von denjenigen unter euch, die hier mit einer Fahne der Linken stehen. Wie bekannt ist es in Brandenburg, die Linke mit in der Regierung? Und redet doch da einfach mal mit euren Genossen, das müsste eigentlich für eine rot-rote Landesregierung kein Problem sein, einen Winterabschiebestopp für 30 Personen in Eisenhüttenstadt auszusprechen. Dankeschön. Action, action!